aufs Feld geführt werden. Kleine Choreografie auf der Nordtribüne. Verrückte Köpfe wollen heute siegreiche Köpfe sehen, ins Zeug schmeißen. Und er hat wieder mal getroffen, zuletzt in der Liga gegen die Admira nach langer Abstinenz. Nach langer Torjägerabstinenz. Wieder mal Treffer für Roman Kinast, der wichtige und schnelle Führungstreffer gegen die Admira. Und dort hat sie dann schlussendlich zu einem 3:1 gereicht. Und schon angesprochen war kurz, und das wird dann vielleicht wieder in 90 Minuten ein Thema, diese eklatante Schwäche der Innsbrucker in der Schlussphase, ganz genau in der Nachspielzeit dieser Bundesliga-Herbstsaison. Nicht weniger als 7 Punkte hat man da schon vermurkst. Ich sage es mal ganz kurz vorneweg, plakativ so. Hätte es 90 Minuten nie gegeben in all diesen Herbstrunden, dann wäre Wacker Innsbruck nur mit 2 Punkten Rückstand derzeit in der Tabelle auf den Spitzenreiter klassiert. So, los geht's. Merino. Ja, gerade noch. Zweimal zur rechten Zeit noch den Fuß dazwischen. Da hat der Spanier schon fast ein bisschen aufgezogen gehabt. Zweimal dran. Am Schluss war es auch ein bisschen fallen lassen von Schütz. Daniel Schütz. Durch die Beine. Ah ja, da unten hat man schon gesehen. Da war schon ein Foul mit dabei von Kainz. Alles in Ordnung. Ja, das war deutlich weiter Richtung Seiten-Out-Linie. Merino. Passt leider noch zum Niveau der Partie, was die Offensivakzente hier angeht. Knappe Viertelstunde hier schon absolviert, nichts Dringendes. 2 Standards, einmal vor der Eckfahne und das hier. Jetzt Wolf. Schläfen ein bisschen gegen ihn, aber auch er da mit einer kleinen Annahmeschwierigkeit. Ersten Pass vorlegen. Ah, da spielt er dann ein bisschen zu eng hinein. Und ja, voll im Lauf. Nicht ganz einfach die Übung, aber könnte man mitunter schon erwarten in der Bundesliga. Was für ein kapitaler Schnitzer von Chablina. Und er kann es nicht nützen. Ganz bitter diese Chance. Christopher Wernitznik lässt dieses unglaubliche Geschenk von Chablin aus. Er hat irgendwie in die Partie bisher gut hineingepasst, dass ein Tor nach einem ganz schweren Fehler hier fällt. Aber das ist dann kein Überraschungseffekt mehr, das ist eher Schrecksekunde auch für den Stürmer, der da den Ball bekommt. Was ist da genau passiert? So, Rückpass von Dudic. Chablina, genau. Wernitznik in die Beine und der versucht da irgendwie den Ball rechts an Chablina vorbeizuschieben. Da hat er viel Platz. Schreit geradezu nach Haken.
nach Tor oder Elfer. Also sei es dran. Schütz. Und das war auch brandgefährlich. Zweite Chance für Wacker Innsbruck. In der 3. Minute Burgic richtet da heran. Schütz bringt diesen Ball noch gut herein. Aber Dulic ist früher dran. Milan Dulic in der Luft ohnehin eine Macht. Burgic macht das sauber, schraubt sich hoch. Wer in Position? Aber Dulic vorhat. Bernitznik. Und das ist Hackmeier. Nächster Patzer. Schütz. Aber auch hier war schon abgepfiffen. Das war aus 2 Metern in völlig normalen Bewegung. Burgic gegen Burgschaller, der ist da, es lädt eilt. Bernitznik, fein gemacht, Wolf hinter ihm her. Bernitznik, den setzt er hauchdünn daneben. Das war ein feiner Konter von Wacker Innsbruck. Schöner Hack, ein bisschen Ballglück und dann macht er das ganz richtig, aber ja, fällt schlussendlich doch ein Stück. Aber wie sauber, vorne oder ganz hinten muss man sagen, Kinas den Ball abgenommen. Schnell herausgespielt über Burgic, über Bernitznik. Die nächste Chance für Wacker Innsbruck. Die Tiroler haben sich jetzt schon ein Chancenplus, da haben wir es 4-0 herausgearbeitet, denn zweimal im für Betreten des Strafraums gibt es in den Statistik noch keiner Punkt für Sturm. Schütz. Merino. Und dann gehen sie wieder vor Strauf. Wieder Schütz. Technisch fein. Schütz. Da stehen zwei Mann rechts, die er eigentlich ganz gut und tief bedienen kann im 16er. Aber so funktioniert das natürlich. Hat Lunte gerochen. Czablina mit dem Patzer. Der ist vielleicht halt nervös. Kann man auch mal von draußen schießen. Netz statt hier schießen. Einmal querlegen innen, aber in der Zeitlupe hätte er es auch gesehen. Der Remis-König war Wacker Innsbruck mit 8 von 16 Spielen. Als unentschieden. Auch heute hier im Moment nur mit einem Punkt. Für Schütz. Hackmeier. Aber dann Ehrenreich. Dulic steht da gut. Oh, gerade noch. Aus der Drehung kommt da Hackmeier zu diesem Schuss. Und Czablina muss sich da ordentlich strecken. Da wäre noch richtig gemein heruntergeplumpst. Oh, der hätte gut unter die Latte gepasst, bin ich mir ziemlich sicher. Na klar. Damit Carlos Merino. Abseits. Dort auch noch nicht besonders kräftig, keine gelbe. 13 Fouls im Spiel, 10 Minuten vor der Pause. Oh. Kinast. Der war schön, der war lang, der Ball. Aber wer kommt mit? Wer kommt mit? Jetzt erst Betrieb mit Koch. Ein Grazer noch den Strafraum und hinterher ist natürlich ein Foul. Ein bisschen in den Rücken gesprungen von Wolf. Der bekommt hier noch einmal die Chance vom Elferpunkt. Glück für die Innsbrucker. Die erste Chance für Sturm Graz. Wir notieren die 37. Spielminute. Wolf mittendrauf.
mit Schwäche in den linken, okay. Einfallen lassen, vielleicht einmal eine kleine Variante von der Eckfahne draußen, irgendwas aus der Trickkiste. Oh, das wird die erste Gelbe im Spiel hier. Ist klar, Peter Hackmeier gegen Patrick Wolf. Redlich verdient. Oh, so unterbindet man einen Konter. Einen ordentlichen Schlag aufs Knie beim Gegner Peter Hackmeier. 70 Minuten. Glanz und Glorie sieht leider anders aus. Aber wer weiß, hier ist noch nichts an Punkten verteilt. Mit einem schweren Stand vorne Roman Kinas. Der Kopfschüttler sagt eigentlich alles. Das kann es nicht sein, das ist zu wenig. So, würde sagen, wir schauen da gleich hinunter zum schnellen Interview. Martin Papst. Und ich habe hier bei mir Peter Hackmeier. 0:0 im Innsbrucker Tivoli. Von den Chancen her muss man ganz klar sagen, Innsbruck doch besser. Eine dieser Chancen hatte Peter Hackmeier. Peter, was sagen Sie bis jetzt zum Match? Ja, es ist eine sehr gute erste Halbzeit von uns. Das Einzige, was wir uns vorwerfen können, ist die Chancenauswertung. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir zweite Halbzeit wieder zu Chancen kommen und das eine oder andere auch nützen und dann vom Sieger vom Platz gehen. Man hat im Vorfeld gewusst, dass Sturm hinten dicht machen wird, dass sie defensiv sehr gut stehen. Wie schwierig ist es, gegen sie zu spielen? Ja, es ist eine klasse Mannschaft. Wir wissen auch, dass sie sehr gut umschalten von der Defensive auf die Offensive. Deswegen müssen wir die Konter frühzeitig unterbinden. Aber nach wie vor so weiterspielen, Chancen herausspielen und dann bin ich davon überzeugt, dass das ein sehr schönes Spiel noch wird. Dankeschön.